Hey ho, es ist mal wieder Aufgebrauchzeit. Eigentlich wollte ich das im Januar schon drehen, für das Aufgebrauch vom Januar. Jetzt ist es das Aufgebrauch vom Januar und vom Februar. Wir starten, mein Tisch ist voll. Also hole ich was zu trinken. Ich habe auch was zu trinken. Unbezahlte Werbung, ihr wisst Bescheid. Aber wenn ihr Fruchtzwerge, Aprikose mögt, so wie ich. Und auch gerne mal einen Energy Drink. Drink trinkt. Dann dieses. Das schmeckt das Aprikose Erdbeere, aber es schmeckt wie der Aprikose Fruchtzwerg. Und ich bin Stößchen. Bin in Love. Ich habe auch diesen komischen Pinken. Der ist ja jetzt irgendwie mega gehypt, scheinbar. Von Red Bull probiert. Ja, Memo an mich selbst. Gehypte Dinge lassen wir einfach. Wir machen unser Ding. Wir Hype-Train, der kann auch ohne uns fahren. Das war nichts. Egal. Darum soll es nicht gehen. Hol ich was zu essen, hol ich was zu trinken. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Wir starten. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Also bei so manchen Sachen bin ich mittlerweile am Überlegen, muss ich euch sowas noch zeigen? Also wir gucken auch im Übrigen nicht auf meine Nägel. Es ist Wochenende, ich hoffe, ich komme noch dazu. Muss ich euch sowas zeigen? Also wir haben diese Seife aufgebraucht. Das war ein Seifenstück. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Jetzt haben wir mal wieder eine Flüssigseife. Ich hatte mal wieder Bock auf Flüssigseife, aber wie gesagt, wir brauchen Zupftücher auf. Muss ich euch das zeigen? Ich weiß es nicht. Genauso wie wir arbeiten uns von da nach da. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu sortieren. Genauso wie muss ich euch das noch zeigen. Also Meridol. Vielleicht zeige ich euch das nur, wenn sich irgendwas ändert und ich irgendwas anderes, besseres finde. Ich weiß es nicht, aber also no, Meridol, ihr wisst Bescheid. Bleiben wir bei 10. Wir haben elektrische Zahnbürsten und zwar Philips Sonicare mit diesen aufsetzen. Die sind leer gegangen. Also die sind jetzt drauf, aber die Packung ist leer, weil ich komme nicht mit den runden Köpfen ganz klar. Und deswegen haben wir uns für diese Zahnbürste entschieden, weil die diese länglichen Aufsätze hat und die finde ich super. Die haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, wieder ewig. Ja. Zahnpasta, aktuell haben wir. Wie beim Duschzeug. Ich habe da so gerne ein bisschen Abwechslung. Ne? Entweder Markenmaß Extreme Clean oder Extreme Fresh. Naja. Extreme Fresh, das ist sie. Die haben wir auch wieder in Gebrauch von Odol mit 3. Ich mag Odol mit 3 Zahnpastas sehr gerne. Die haben wir jetzt wieder und die war irgendwann mal in der Box. Signal White Now fand ich jetzt nicht so pralle. Aber war in der Box, haben wir aufgebraucht. Fertig ist der Käse. Und diese Teile sind mal, die gehen bei uns nicht so oft leer. Das sind einmal hier von Dentec, ich weiß gar nicht, Rossmann. Beides Dentec. Weiß ich nicht, DM, Rossmann. Das hier waren so Zahnseide-Sticks, so Dinger da mit so einem Düsel an der. Und das war Slim Brush. Die zeige ich euch einfach hier, weil ich habe hier noch eine liegen. Die sehen so aus. Warum liegt die bei meinem Schminktisch? Obacht. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesehen habe. Bei heißt die Frau Beauty bei Instagram. Diese Slim Brushes sind, wenn man Probleme hat, mit den unteren Wimpern zu tuschen, ohne, also wenn man sich dabei immer antatscht. Mit diesen Teilen ist das super. Einfach in die Mascara und dann super, falls ihr da Probleme habt. Deswegen liegt die da. Übrigens Mascara. Probiere ich heute, das ist Versuchtag Nummer 2. Ich habe mir, und ich bin der Meinung, ich hatte die schon mal und hatte genau das gleiche Problem damit, aber ich weiß noch nicht mal, was ich vorgestern gegessen habe. Diese mir mal geholt von Essence The Lash Princess, diese grüne. Ne, die finden ja alle so total super. Die macht auch krasse Wimpern. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Problem, und ja, hier sieht man es. Da fängt es schon wieder an. Die macht, also wenn man meine, ich weiß, First World Problems.
wenn meine Wimpern zu extrem krass so und ich gucke geradeaus so, dann berühren meine Wimpern hier oben mein Augenlid, meine Haut unter den Augenbrauen. Und die stempelt ab. Ich hatte die gestern drauf auf der Arbeit und heute habe ich es mal probiert, mit einer Tubing-Mascara zu toppen. Es ist schon besser als gestern. Aber ich werde noch rumprobieren. Weil, also, ne, wenn man die einmal probiert hat, kann man die auch nicht weitergeben. Und ich will die aber auch nicht wegschmeißen. Ich teste noch darum. Falls ihr das gleiche Problem mit dieser grünen Lash Princess von Essence habt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich kann auch nicht der einzige Mensch auf der weiten Welt sein, der die nicht so hypt. Also der die nicht so. Weil in Amerika die feiern die, in Deutschland feiern die, die alle feiern die. Und ich denke mir, ich will mitfeiern. Ich will auch Party. Aber okay. Wie kam ich jetzt da drauf? Ach so, mit dem unteren Wimperngedöns. Aber ansonsten, wie gesagt, was die macht, das ist echt super. Bis auf das da. Das ist nicht so geil. Naja. Machen wir weiter mit Gesicht. Es sind Cleanser leer gegangen. Einmal den von COSRX, der Calming Foam Cleanser mit Salicylic Acid und Centella. Der war in der Dusche. Den habe ich jetzt mal nicht nachgekauft, weil ich jetzt gesagt habe, wir brauchen jetzt erstmal andere auf. Weil natürlich in der Dusche gehen die schneller leer. Es sind zwei Leute, die das Teil benutzen. Also im Vergleich zu dem, den habe ich abends für mein Double Cleansing für den zweiten Schritt benutzt. Das dauert dann halt einfach länger, ne? Zwei Personen versus eine Person. Aber der ist jetzt auch leer gegangen. Das war jetzt Honey Cleansing Foam von Esfolio. Habe ich mal beim TJ Maxx mitgenommen. Beide finde ich gut. Jetzt haben wir. Für abends benutze ich aktuell den von Beauty Bay, der in dieser Box drin war. Finde ich gut. Generell muss ich mal jetzt schon mal Spoiler-Alarm. Wenn die irgendwann mal aufgebraucht sind, die werden nachgekauft. Einige Produkte, die ich da hiervon jetzt schon getestet habe, finde ich. Ja, aber auch die, der wird irgendwann definitiv wieder nachgekauft. Und wenn ich irgendwann beim TJ Maxx bin und sehe das, immer gerne wieder. Ich habe hier unten eine Box stehen. Ich möchte gar nicht drüber sprechen, wie lange ich diesen Toner offen habe. Und wie lange ich brauche, um Toner aufzubauen. Wenn die bei mir im Bad, also wir haben so einen Alibert, ne? So heißen doch die Spiegelschränke. Wenn sowas in dem Schrank steht, sind die Chancen, dass ich das benutze, kleiner Eins. Selten, dass ich dran denke. Weil die natürlich. Also auch hinter meine Cremes und hinter mein Abschminkzeug rutschen. So. Bei mir jedenfalls. Jetzt hatte ich mir den neben hingestellt, damit ich den endlich mal aufbrauche. Ich habe jetzt noch einen, so einen kleinen, den hatte ich, glaube ich, mal aus dem Trash hier rausgenommen. Der steht bei mir jetzt draußen, damit ich dran denke, das Zeug zu benutzen. Ich habe noch einen anderen Toner, der war auch in der Beauty Bay Box. Der kann von mir aus im Schrank stehen. Da denke ich auch dran, den zu benutzen. Spoiler-Alarm, ich finde den besser als den von La Roche-Posay, den schwarzen, den ich normalerweise habe. Dieses Peeling Solution Tonic. Finde ich besser. Na, egal. Den habe ich jetzt endlich leer. Yay, me. Dann einmal eine Maske von Barbour, die Clean Performance Clay Multi Cleanser. Also die kann man entweder als Cleanser oder als Maske benutzen. Ich benutze die, habe die immer als Maske benutzt. Habe ich auch schon mal eine von aufgebraucht, meine ich. Und ich glaube, einmal habe ich es mir auch aus dem Trash hier rausgenommen von Avène Hydrance Boost. Das war so ein Serum. Fand ich auch gut. Keine Ahnung, ob ich mir das jetzt nachkaufen würde unbedingt. Ich habe noch Serum. Also, ich bin bedient, aber die haben mir sehr gut gefallen. Dann finde ich immer wieder gut von Belief die The True Cream Aqua Bomb. Das war so eine kleine Probegröße. Habe ich aufgebraucht. Ich mag nach wie vor die Sachen von Belief sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch was habe. Und das war so, also die habe ich jetzt genauso auch wieder in meinem Schrank. Von La Roche-Posay Everclear Duo M Anti-Imperfections und den hier. Ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass ich einen anderen hatte, der nicht funktioniert, der hier
sehr gut. Also, ich meine, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe heute auch kein, nicht dieses Mattifying Spray benutzt, hier, was ich mir geholt habe, sondern einfach nur ein Fixing Spray, weil ich Schiss hatte, dass das heute vielleicht ein bisschen zu trocken wird. Wie man sieht, nein. Nein. Ja, aber diese beiden, wie gesagt, stehen so auch schon wieder in meinem Schrank. Mag ich. Kommen wir mal zu Deo. So. Herr Stöpsel, ich. Hydrofogal Man frisch und stark von Herrn Stöpsel. Und ich benutze gerne das Doppelschutz aktuell. Was bei jedem, normalerweise hatte ich das Duschfrische, fand ich auch gut. Das Original hatte ich tatsächlich noch nie. Hier, das ist so milchig. Und zum Schluss, ich habe irgendwann mal, was weiß ich, ich sag mal, mir so einen Deckel aufgehoben. Und dann stelle ich das falsch rum rein. Aber hier, das ist ein bisschen dickflüssiger so, als das Duschfrische. Und da kommt, also man kriegt, also ich kriege da nicht hundertprozentig alles raus, weil das dann zum Schluss so wenig ist, dass man da gefühlt, was da noch rauskommt, ne? Und dann denke ich irgendwann, jetzt ist auch Feierabend. Also, Hydrofugal. Das Deo, warte mal, das ist, hatte ich jetzt schon, nee, das war alles. Ja, das ist Glas, das kommt jetzt mal hier hin, weil das kommt ja nicht in Plastik. Vielleicht kann man schon ein bisschen vorsortieren. Genauso Hydrofugal Klassik hatte ich noch kleine Dosen. Ich habe jetzt noch eine kleine Dose, das ist zum Nachlegen oder wenn man abends mal, also ich bin mein Morgenduscher, das brauche ich, um wach zu werden. Wenn man aber abends mal trotzdem noch mal duscht, einfach nochmal drüber. Hydrofugal, was soll ich sagen? Dann Duftsachen. Halleluja. Von Nature Blossom Coco Vanilla. Habe ich mir gekauft, habe ich bei Frau Woldavid. Liebe Nadine, das habe ich bei dir gesehen. Und Kokos und Vanille, da bin ich ja dabei. Das ist ein Duft. Wenn ich den sprühe, kriege ich keine Luft. Kennt ihr das? Wenn das so intensiv ist, dass man keine Luft kriegt, der Duft an sich, das riecht mega gut. Aber direkt beim Sprühen, boah, also, deswegen ist das der Grund, warum ich mir das nicht nachkaufen würde. Ansonsten der Duft, wenn man das mal dann gesprüht hat und so, der hält nicht ewig. Davon mal ganz abgesehen. Aber ansonsten hat er mir gut gefallen. Aber wie gesagt, das beim Sprühen, dass ich da mir vorkomme wie Mr. Bean im Parfümladen. Kennt ihr das? So kam ich mir. Hier dran habe ich auch schon Monate gesessen von Bath & Body Works. Einmal das Joy, das war von vor 2 Jahren. Sugared Snickerdoodle. Also es war ein sehr, sehr süßer Duft. Aber mir hat er trotzdem gut gefallen. Aber ich habe es jetzt endlich geschafft, den aufzubrauchen. Halleluja. Und das kleine Mini Sunrise Woods, das habe ich mir ja nochmal nachgekauft in groß. Finde ich aber, ich muss sagen, die Verpackung, das war von mittlerweile von vorletztem Jahr, finde ich schöner als die Verpackung von Sunrise Woods, die sie letztes Jahr rausgebracht haben. War mir aber egal. Ich habe davon jetzt eine große Flasche. Ich versuche mich da mal so mittlerweile so ein bisschen durch meine Bodysprays durchzu, dass man die auch mal benutzt, ne? Das hier ist von Rituals, das habe ich nicht als Bodyspray benutzt. Und zwar ist das The Ritual of Jing. Und jetzt lass mich überlegen. The Ritual of Jing war vorher The Ritual of Dao. Und als es zu Ritual of Jing wurde, haben die das geteilt. Es gibt zwei verschiedene Jing. Liebes Rituals Team, das ist überhaupt nicht verwirrend. Einmal das Ritual of Jing, das genauso riecht wie damals das Ritual of Dao. Und Ritual of Jing, was extra für Schlaf ist. So. Und da ist Lavendel drin. Sacred Wood und Lavender. Und das war das hier. Und ich mag keinen Lavendelduft. Deswegen habe ich es als Kissenspray benutzt. Ja. Tada. So habe ich es aufgebraucht. Also nicht als Bodyspray. Nee, nee. Das hier kann ich mal runter. Aber das Ritual of Dao, Ritual of Jing, was so riecht wie das Ritual of Dao, das mag ich. Und Ritual of Happy Buddha heißt ja jetzt Ritual of Meer. Ich fand Happy Buddha immer so toll. So diese Vorstellung,
Kennt ihr diese kleinen Buddha-Figuren, die so lachen, die süßen? Fand ich viel schöner. Egal. Dusche. Wir kommen zur Dusche. Herr Stüpsel hat das aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, ob er das noch hat, aber das mag er ganz gerne. Von Darf Man Plus Care Sensitive. Also wenn, dann würden wir das wiederholen. Das war jetzt eine 400 ml-Pulle. Upsi, pupsi. Ich habe einmal diesen Kneippduschschaum. Schaumdusche, sorry. Goodbye Stress. Egal. Mit Wasserminze und Rosmarin. Hat mir gut gefallen. Ist ein frischer Duft. Ich dachte erst so, oh, Rosmarin ist auch nicht so mein Duft, aber da kam die Wasserminze mehr durch. Hat mir gut gefallen, auch vom Schaum her. Kann man sich angucken, die Kneippduschschäume. Dann, ich mag Dove Duschen. Ich habe jetzt gerade eine. Da, ich habe einfach mal mir eine mitgenommen. So. Und jetzt habe ich eine, die heißt, ist irgendwas mit Kamille und Hafermilch. Den Duft, der ist ja der Knall. Das liebe ich ja. Auch irgendwas mit Stress, Relaxing, weiß nicht. Das war hier die Hydra-Pflege mit Aloe und Birkenwasser. Mag ich. Also wie gesagt, die Dorfduschen mag ich ganz gerne. Und die Busy Honeybee von Tracklemoon mit Mandelöl und Milchhonigduft. Das war jetzt eine von den großen. Die haben ja entweder die oder die, was sind das, 200, die ein bisschen kleiner sind. Das war jetzt die Riesenpulle. Die ist also jetzt nur, dass ihr das, ich hoffe, ihr denkt so weit, dass ich das jetzt nicht in den 2 Monaten angefangen und aufgebraucht habe. Ne? Also manche Sachen, wie gesagt, ich habe mehrere Sachen in der Dusche. Ja, mag ich ganz gern. Honig. Das, ich weiß gar nicht, falls ihr noch wisst, wann die LE mal rauskam, könnt ihr das gerne mal unten reinschreiben. Oder beziehungsweise dann wisst ihr, wie lange das in der Dusche stand. Balea Rasiergel aus der Eternal Summer LE. Ja, das dauert bei mir immer ein bisschen länger, weil manchmal habe ich auch so Sachen oder so Tage, wo ich mir denke, ach, da jetzt noch was extra und dann nehme ich einfach mein Duschgel zum Rasieren. Geht auch. Ja, aber das habe ich jetzt aufgebraucht und jetzt habe ich, weiß ich gar nicht, irgendeine andere Benutzung. Ich benutze immer das Rasiergel, nicht den Rasierschaum. Ich finde das Rasiergel besser. Gefällt mir besser. Machen wir random Sachen. Ich habe Wattestäbchen aufgefüllt. Ja, auch solche Sachen. Also, ich zeige ja, weil ich mir irgendwann auch gedacht habe, ich zeige ja auch keine Klopapierverpackung. Weil, ja, ich benutze Klopapier. Hier ist gar keine Tempopackung dabei. Ist ja Wahnsinn. Beim letzten Mal, glaube ich, keine Zupftücher-Dinger dabei. Ich weiß nicht, die müssen irgendwo durchgeflutscht sein. Es kann sein, dass die jetzt irgendwo... Ich habe ja, wie gesagt, da unten, da, in der Schublade meine Aufgebrauchtsachen. Und das ist so ein Korb, so eine Korbschublade. Ich befürchte, die hängen jetzt irgendwo dahinter. Naja, sie werden irgendwann auftauchen. Weil ich glaube, beim letzten Aufgebrauchten war das nicht dabei. Das ist wieder aufgebraucht oder leer gegangen. Ihr wisst, für was ich das benutze, wenn ihr meine Aufgebraucht verfolgt. Und zwar, um das sauber zu machen. Ja, ich muss auch Pinsel waschen. Schön. Und habe aktuell keine Stückseife rumliegen. Und bin am Überlegen, ob ich das auch mal damit probiere. Weil manche Seifen, also es eignet sich nicht jede Seife zum Pinselwaschen. Die Seife, wo ich euch eben die Banderole gezeigt habe, die war nix, weil die braun ist und also das Farbe mit drin. Und dann waren meine Pinsel danach, also das habe ich nicht gut rausgekriegt, wieder die Seife. Ja, aber ich bin, mal gucken, vielleicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt heute noch Pinsel wasche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie keine Lust. Ich habe ja auch noch unbenutzte Pinsel, also so ist es nicht. Haare. War einmal im Trashy, Altera Feuchtigkeitsshampoo. War gut. Da hat die Haare gewaschen. Das halte ich mal ein bisschen weiter weg. Das stand aus Gründen, die ihr gleich seht, sehr lange bei uns in der Dusche. Von Pantene Pro V Volumen Pur, das mag ich ganz gerne, das Shampoo. Und das war die 1-Liter-Pulle. Keine Ahnung, irgendwann habe ich die, glaube ich, mal beim... Nee, ich glaube, die habe ich mal beim DM gesehen. In so einem Extra-Aufsteller. Und dann habe ich gedacht, ah, prima, da hast du ja Ruhe. Ja, und dementsprechend stand die sehr lange bei uns in der Dusche.
sehr lange. Man hätte fast meinen können, sie gehört zum Inventar. Die Maske habe ich mal getestet von Garnier Fructis, bändigendes Macadamia Hair Food. Ich muss für trockenes, widerspenstiges, ich habe kein trockenes und widerspenstiges Haar. Ich kaufe Haarmasken einfach so, wo ich denke, habe ich Bock auf den Duft. Das war jetzt Macadamia. Hat Schluss drauf. Ja. Hat gut gerochen, hat die Haare schön gepflegt, fertig. Macht ihr das auch? Weil, also, ich habe halt feines Haar. Nicht trocken, nicht splissig, ich habe halt feines Haar. Und möchte ab und zu mal eine Haarmaske machen. So, dann nehme ich halt die, wo ich denke, ach, das hört sich vom Duft her gut an. Das hier war auch mal in irgendeiner Box von Glisskur. 7 Sekunden Express Repair Kur war auch eine. Ihr seht es noch, wo das jetzt auch immer wieder herkommt. Das ist Wasser. Und dann wird das wie so eine Creme, wenn man das benutzt. Würde ich mir aber nicht nachkaufen. Ganz ehrlich, also vor allem 7 Sekunden. Also ich habe das länger drauf gelassen als 7 Sekunden. Das ist mir schon wieder zu stressig. Ne? 7 Sekunden, bis hast du es gerade drauf, kannst du gerade wieder runter. Nee. Auch hier normales bis trockenes Haar, egal. Also die Kur an sich war okay. Aber ich hatte das Gefühl, mir ist auch viel davon weggelaufen, weil es halt flüssig war. Deswegen, das würde ich mir nicht nochmal holen. Nee. Ein Haarspray ist leer gegangen von Tuff Powerful Age. Haarspray halt 5. Fülle für feines Haar. Ja. Fülle für die feine Fritte. Haarspray benutzt hauptsächlich Haarstöpsel. Ich ab und zu mal. Und das letzte, das war zu viel für meine Haare. Das habe ich mir auch aus dem Trash hier rausgenommen. Ich habe es aufgebraucht. Aber da musste ich tatsächlich aufpassen, was für ein Shampoo ich vorher benutze. Ich habe ja von L'Oreal dieses Beautiful Long. Nee. Ich mag das voll gern. Ich habe es auch schon oft nachgekauft und ich kann mir den Namen nicht merken. Das läuft bei mir. Dieses Pink-Orangene. Und wenn ich beispielsweise das vorher genommen habe und dann das, das war zu viel für meine Haare. Also ich musste da schon eher, was weiß ich, mal ein Head & Shoulders vom Herrn Stöpsel nehmen oder mal ein Volumen-Shampoo. Und dann ging das. Aber Pflegeshampoo und das hier noch, das war zu viel für meine Haare. Ja. Das war von Nature Box die Reparatursprühspülung mit kaltgepresstem Avocadoöl. Ansonsten vom Duft her hat mir das gut gefallen. Aber das würde ich nicht nachkaufen, weil das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten. Feuchtes Klopapier, auch das muss ich euch jetzt mal wieder zeigen. Und Swatchy-Entfernungstücher sind leer gegangen. Also bei manchen Sachen kann man ja sagen, so eins pro Monat, gell? Jetzt kommen wir noch zu Cremesachen. Ich habe 2 Handcremes aufgebraucht. Die hatte ich bei meinem Bett. Wenn ich nicht so viele Handcremes hätte aktuell, durch die ich mich jetzt erstmal durcharbeiten möchte, würde ich mir die direkt wieder nachkaufen. Ich finde die super für abends, vorm Schlafen gehen. Das sieht Nivea 3-in-1 Repair Handcreme. Finde ich sehr, sehr gut. Und so eine kleine, guck mal, so viel habe ich geschafft. Wow, ne? Von Neutrogena, die sofort einziehende Handcreme. Die zieht jetzt nicht hundertprozentig weg, nur mal so. Ja, bei mir jedenfalls nicht. Aber ist okay, so eine kleine Größe. Yay. Und auch in Sachen Bodylotion. Die ist schon Ewigkeiten dann dieser Schublade. Ich glaube, die ist relativ am Jahresanfang aufgebraucht gewesen. Von Nivea Repair and Care. Diese, wie viel ist das? 400 Milliliter. Die fand ich gut. Die würde ich mir auch irgendwann wieder nachkaufen. Wenn auch nicht da. Es ist Bodylotion im Haus. Und ich bin aktuell wieder, habe wieder so eine cremefaule Phase. Also ich bin ein Wochenendcremer geworden, wieder einmal. Morgens um 5:30, nee, da bin ich noch nicht wach genug dafür. Weil ich creme mich nur nach dem Duschen ein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so zwischendurch auf die Idee komme, mir die Beine einzucremen. Nee. Aber die habe ich auch aufgebraucht. Guck mal, die habe ich aus dem Trashy genommen von Avon, die Bodylotion mit Mango-Scent. Das waren 100 Milliliter. War eine leichte Bodylotion. Das habe ich geschafft. Also wenn man so will, das hier war das, was ich über 2 Monate hinweg jetzt geschafft habe.
Gott sei Dank habe ich nicht so krass trockene Haut. Ne? Muss man ja mal sagen. So. Last but not least, hier die zwei Masken. Kindersmasken. Ich habe gemacht Isana Hydrogel Augenpads. Fand ich gut. Mit Hyaluron und Aloe Vera. Fand ich gut. Die Shams Golden Glow Augenpads, Augengelpads, die sind mir weggerutscht. Es waren noch extra lange Pads. Ich wusste irgendwann nicht, wohin damit. Mit diesen extra langen Pads, aber ich habe es aufgebraucht. Hui, mag ich. Balea Vitamin C Tuchmaske. Ich mag Vitamin C Tuchmasken. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Von Lavera war das. Basis Sensitive Antifaltenmaske. Würde ich mir nicht nachkaufen, habe ich aber aufgebraucht. War so eine, also eine Creme, sieht man. Die habe ich aufgebraucht von Balea Be Adorable bedruckte Tuchmaske. Da hat man so, soll aussehen wie ein Reh. Ich habe Herr Stöpsel erschreckt. War in Ordnung. Es gibt ja auch Masken, die sind einfach fürs Gefühl. Ne? Einfach, dass man so denkt, ach, das war jetzt so ein Spa-Moment. So, genauso war das hier. Balea Chocolate Cookie Maske. Jetzt mal ganz ohne Witz, die habe ich mir gekauft, weil die Chocolate nach Chocolate Cookie riecht. Und das war das Geilste. Das war geil. Ich bin wie ein Keks durch die Wohnung gelaufen. Fand ich mega. Das ist nicht meins. Peel-off reinigende Maske. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. War die auch mal in der Box? Peel-off-Masken sind nichts für mich. Nein. Es ist nicht so, dass die wehgetan hat, aber das ist nichts für mich. Nee. Dann noch Balea Hydrogel Augenpads mit Rainbow-Effekt. Also die waren so, da oben sieht man es. Waren auch okay. Und What's Poppin'? Die Popcorn-Maske. War auch lustig. Okay. Also hat nichts Schlechtes mit meinem Gesicht gemacht. Ich glaube, das würde ich mir merken. Ansonsten war okay. Oder Vitamin-C-Tuchmasken. Sehr gut. Ich gucke schon wieder oft. Das tut mir sehr leid. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu Make-up und solchen Geschichten. Das habe ich mir auch mal aus dem Trashy genommen von Reval. Love Me Lip Peeling Fresh Mint. Ich habe es aufgebraucht. Nee. Die Konsistenz hat mir nicht gefallen. Das war wieder so ein... Also danach... Solche Töpfchen stehen bei mir unter der Dusche. Und... Ich musste danach richtig mit Gesichtsreiniger oder Duschgel drüber ruppeln, dass dieses Schlonzi wieder runtergegangen ist. Also Konsistenz und ja, Fresh Mint, das war, als hätte dir Zahnpasta auf die Lippen geschmiert. Also, das würde ich mir nicht nachkaufen. Ganz ehrlich, das Glas dahin. Ich habe einen Lippenpflegestift aufgebraucht. Von Jean & Len ohne Gedöns Beauty Bliss. Da. Geht nicht mehr. Der stand im Bad. Hat mir gut gefallen. Ich habe noch einen, weil ich habe noch den noch mal geschenkt bekommen. Und jetzt haben wir noch Make-up. Die sind fertig. Das war einmal von Avon Extreme Volume Extravert. Die hat mir gut gefallen. Mit diesem Bürstchen. Fand ich gut. Genauso wie die. Das ist die Catrice Allround Mascara Ultra Black. Auch die hat mir gut gefallen, ist mit einer der günstigsten von Catrice, mit so einem Bürstchen. Sehr, sehr gut. Würde ich mir wieder nachkaufen. Ich weiß gar nicht, wo man Avon kaufen kann. Ich müsste es mal rausfinden, weil ich habe gerade eine Augencreme von Avon, die in der, ich glaube, in meiner allerletzten, also ich hab keine Box mehr aktuell. Bei Pinkbox, da war schon wieder eine Bodylotion drin. In den letzten 2 oder 3 Boxen waren immer nur Bodylotion drin. Und so schnell, wie gesagt, ihr habt gesehen, wie viel Bodylotion ich verbrauche. Egal, da war eine Augencreme von Avon drin. Und die gefällt mir richtig gut. Also muss ich mal gucken. Irgendwo muss man das doch bestellen können. Früher, da hatte meine Mutter immer so Bestellkataloge, weil da eine das gemacht hatte irgendwie so. Das war noch lustig. So alt bin ich. Ein Primer von Catrice, The Mattifier Oil Control Primer. Den habe ich ja schon mal aufgebraucht. Mag ich nach wie vor. Finde ich gut. Ich habe jetzt andere Primer, die ich aktuell benutze und mal aufbrauchen will.
Also habe ich mir den erstmal nicht nachgekauft. Dann ein Augenbrauengel Volume and Lift von Catrice. Das ist ja irgendwann mal rausgegangen. Da hängt jetzt noch ein bisschen was dran. Ich habe auch den Stopper rausgemacht, aber das was da dran hängt, das ist auch irgendwann nicht mehr schön. Irgendwie ist das bei euch beim Augenbrauengel auch so, dass da manchmal 50.000 Augenbrauen an diesem Bürstchen hängen. Aber wenn ihr, also mir ist es nie aufgefallen, dass mir die rausgefallen sind beim Bürsten. Tubing Mascara, L'Oreal Air Volume Easy Waterproof. Die musste ich jetzt, also habe ich jetzt mal raus. Man soll ja alle 3 Monate, ne? Da bin ich ja auch, mach ich ja nicht. Aber ich weiß ganz einfach, dass die seit Juli offen ist. Die hatte ich bei meiner Hochzeit drauf. Die habe ich jetzt mal rausgehauen. Und ein Puder von Manhattan. Das 2-in-1 Perfect Tint. Upsi, Pupsi, Powder und Make-up habe ich mal von einer Freundin vermacht bekommen, habe ich auch gebraucht. Würde ich, glaube ich, nicht nachkaufen. War jetzt nichts Besonderes, war aber okay. So, jetzt gucke ich nochmal. Das war's. Halleluja. Jetzt wird wieder gesammelt. Wahrscheinlich gibt es das nächste dann Ende April. Ja. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich Bodylotion, das ist so mein Nemesis gerade. Weil ich habe so viel Bodylotion. Was heißt so viele? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da 10 Bodylotion habe. Ich habe 5 und bin schon überfordert. Weil das alles beim letzten, wie gesagt, in der letzten Pinkbox so eine Riesenpulle von darf. Weißt du, so kleine. Damit kann ich umgehen, wie hier mit dieser Mango. Damit kann ich umgehen, weil ich mir denke, ja, das schaffst du. Aber so 400 ml. Ich habe ja auch nicht so viel, bin ja auch nicht so groß. Ist ja nicht so viel Körper da. Wenn ich jetzt 1,90 wäre, wäre das vielleicht nochmal eine andere Kiste mit so 2 Meter Beinen. Aber bei 20 cm Beinen ist das nichts. Wir gucken mal. Ja. Bin gespannt, was da jetzt so zusammenkommt. Wie gesagt, auch Handcremes muss ich mal. Und vor allem meine Hände würden es mir auch einfach danken. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Hände sind die einzigen, also die sind trocken. Das kann man so sagen. Die reißen mir auch regelmäßig ein. Ermutigt mich das, daran zu denken, mir die Hände einzucremen? Nein. Aber wir machen es gerade. Komm, ich habe hier eine stehen. Komm, ihr seid dabei. Ich habe mir jetzt die Hände eingecremt. Bin schon stolz auf mich. Seid ihr auch so? Ich kann doch nicht die Einzige sein. Das Problem bei Handcreme ist halt auch einfach, jetzt auch hier die ist super. Das ist diese Citalasso. Ich habe, als es das erste Mal aufgeploppt ist und jeder fand das so geil, habe ich im Douglas dran gerochen und dachte mir, ist nicht meins. Jetzt rieche ich diese Handcreme und denke mir, oh, jetzt Mucki. Naja, aber die zieht nicht komplett weg. Und da kriege ich ja schon einen Föhn. Weil dann kannst du, also du kannst natürlich kannst du Sachen machen. Du kannst auch an deinem Handy irgendwas datteln. Aber dann hast du da den Schmierfilm drauf. Und ich weiß nicht. Ich muss mir die Hände mehr eincremen. Meine Hände würden es mir danken. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Cremt euch eure Hände ein, wenn ihr trockene Hände habt. Seid nicht so blöd wie ich und wartet darauf, bis sie einreisen. Dämlich ist das nämlich. Okay. Ich höre besser auf. Ich hoffe, das Aufgebraucht hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein bisschen unterhalten. So wenigstens. Etwas. Irgendwie so. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Abend, Wochenende, Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Denkt immer dran, lasst euch nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.